Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen Zuschauerwunsch, und zwar ein irisches Soda Bread. Wahnsinnig hoher Marktanteil in Irland hat dieses Brot. Wird auf verschiedenen Blogs immer beworben. Hey, ein Brot ohne Reifezeit herstellen, direkt in den Ofen. Das hat mich persönlich immer abgeschreckt. Ich habe schon diverse Soda Breads gegessen. Die meisten waren eher schlecht als recht vom Aroma, denn ihr kennt mich, es kann sich halt einfach kein Aroma entwickeln. Wir haben hier keine Fermentationszeit. Ich habe mich noch mit dem irischen Bäcker ausgetauscht. Der hat eine coole Methode, die für mich eigentlich auch Sinn macht. Der macht quasi wie ein Quellstück eine Autolyse mit dem Mehl, den Haferflocken und der Buttermilch. Und das ist ein positiver Punkt. Wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, haben wir eigentlich durchaus gute Zutaten hier drin. Wir haben die Buttermilch, 500 Gramm. Die hilft fürs Aroma, ist aber später dann auch noch wichtig, denn eben wir haben keine Hefe, keinen Sauerteig, wir haben Natron als Triebmittel oder alternativ Backpulver. Im Original ist es eigentlich immer Natron. Aber das Schöne ist, wir haben die Hälfte des Mehls, 250 Gramm Weizenvollkornmehl, 250 Gramm Weizenmehl, 550 und 100 Gramm Haferflocken, auch super gesund. Also die Bestandteile hier durchaus sinnvoll und gut. Das mische ich mir jetzt hier einfach zu einem Teig zusammen. Normalerweise würde in hier gleich auch das Natron reinkommen, Salz und etwas Butter und ab in den Ofen, aber nicht mit mir. Das quält jetzt über Nacht noch im Kühlschrank. Ich finde das viel die bessere Methode. Klar, man muss wieder etwas vorplanen. Absolut, aber aromatechnisch, verdauungstechnisch ist das einfach besser. Das reicht schon. Das Ganze wird im Kühlschrank. Das Schöne ist, das ist jetzt ein super weicher, klebriger Teig. Durch die Zeit, die wir dem Teig hier geben, kann das Ganze noch quellen und der wird schön fest im Kühlschrank. Das ist das Schöne beim Format Broten aus aller Welt hier auf dem YouTube-Kanal. Da muss auch ich aufpassen, dass ich nicht zu viele Vorurteile habe. Es ist halt einfach eine andere Backkultur. Wir sind uns das vielleicht nicht so gewohnt, wir kennen es anders, denn die Backkultur, wie wir sie kennen, wurde eigentlich im Römischen Reich geboren. Da, bekanntlich, hat Irland und Schottland nichts dazugehört. Darum haben wir die wahrscheinlich eine ganz andere Backkultur entwickelt. Und das Soda Bread ist halt da einfach an erster Stelle. Ich versuche hier meinen Weg zu gehen und da habe ich eigentlich eine gute Lösung gefunden. Das Teil zudecken und über Nacht für etwa 12 Stunden in den Kühlschrank packen. Der Teig konnte über Nacht im Kühlschrank quellen. Den gebe ich jetzt in die Küchenmaschine. Geht natürlich auch, diesen Teig von Hand zu kneten. Bin ich heute etwas zu faul. Dann habe ich 10 Gramm Salz, 8 Gramm Natron, Backnatron in die Küchenmaschine und 25 Gramm weiche Butter. Natron reagiert vor allem bei Säure. Das erklärt auch, wieso dass viele Rezepte eigentlich auch Buttermilch drin haben. Das ist genau aus diesem Grund. Hier alles nur noch gut durchmischen, dann ist der Teig fertig, ohne Gare, formen, einschneiden, backen. Das war's auch schon. Eine, zwei Minuten mischen, den Teig rausnehmen. Die Buttermilch riecht man schon jetzt sehr gut raus. So, das Ganze formen, hier mit Mehl, klassisch zu einer Kugel formen, durchs Mehl schleifen, hier eine runde Form erzeugen, mit Mehl abstauben. Traditionell werden diese Brote im Topf gebacken. Das kommt daher, dass früher viele Herde unten keinen Backofen hatten und das Ding eigentlich auf dem Feuer gebacken wurde oder in der Erde. Und ich halte mich hier mal an die traditionelle Herstellung und backe das Ganze auch im Topf. Den habe ich vorgeheizt. Jetzt nur noch den Teigling übers Kreuz einschneiden. Einschnitt. Den zweiten Schnitt reinlegen. Deckel drauf.
ab in den Ofen bei 230 oder 250 Grad. Hier rein damit, schließen und erstmal backen. Das Soda Bread war jetzt bei mir 40 Minuten im Ofen. Das wird generell auch kürzer gebacken als die Brote mit Hefe oder Sauerteig. Das ist völlig normal. Abheben, schauen, wie es aussieht. Und es ist explodiert im Ofen. Kreuzschnitt, schön zu sehen. Auch eine ansprechende Farbe, das finde ich auch immer wichtig. Viele Soda Breads sind eigentlich so sehr blass, die sehen so ein bisschen ungesund, nicht ausgereift aus. Durch das Quellen haben wir natürlich auch schon einen Stärkeabbau und das gibt dann hier ein schöneres Farbspiel. Gefällt mir eigentlich so richtig gut. Vielleicht werde ich ja noch ein richtiger Fan von diesen Soda-Broten. Wir lassen das auskühlen. Die Option wäre natürlich auch 30 Minuten backen, Deckel abheben und dann noch 10 Minuten ohne Deckel backen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anschnitt. Hier merkt man auch eine andere Krustenstruktur. Es ist jetzt noch leicht warm. Ich hatte ja keine Geduld. Darum klebt es noch leicht am Messer, aber typisch diese feinporige Krumenstruktur, das ist völlig typisch für dieses Sodabrot. Es ist wirklich überraschend, die Krumenstruktur ist schön feucht, das haben wir sicher der Quellung zu verdanken. Meistens ist das sehr trocken und so krümelig. Hier merken wir, es ist feucht, es war jetzt noch ein bisschen zu knapp für den Anschnitt, denn es hat sich noch so am Messer hat es noch ein bisschen geklebt, es hat sich hier so ein bisschen verkugelt. Das ist ein Zeichen feuchte Krumenstruktur. Von der Textur her ist es natürlich kurz, nicht so elastisch wie ein Hefe- oder Sauerteigrezept. Riechen tut es aber gar nicht schlecht. Also ich rieche jetzt hier das Natron nicht raus. Das habe ich auch schon bei anderen Brotsorten gehabt. Das ist nicht lecker. Ja, mit dem Vollkorn, der Buttermilch, dann haben wir die Haferflocken, so ein schön nussiges Aroma drin, eine leichte Säure durch die Buttermilch. Ja, für mich doch eine ganz gute Alternative zum Hefe- und Sauerteigbacken. Ich habe hier meine Meinung wirklich ändern müssen. Bedingt aber die Vorverquellung vom Getreide grundsätzlich eben, wie gesagt, sind gute Zutaten drin. Die Hälfte Vollkornmehl, Haferflocken, Buttermilch, das macht Spaß. Aber einfach das so direkt in den Ofen zu werfen, da habe ich meine Mühe. Das konnten wir hier mit dieser Technik ja ein bisschen anpassen, ein bisschen optimieren. Was sagst du zu diesem Brot? Wie gefällt es dir? Hast du schon mal ein Soda-Brot gebacken? Schreib es in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, unbedingt folgen, das heißt den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.